wenn man sich mit Wissenschaftsforschung beschäftigt oder wenn wenn man das zu seinem Beruf macht und sich mit der Geschichte und der Epistemologie einer Wissenschaft beschäftigt, dann geht es überhaupt nicht anders, als da einen multiperspektivischen Zugang zu haben. Und diesen muss man sich erarbeiten. Der wird nicht in einer Disziplin erlernt, sondern der wird auch nicht in zwei Disziplinen erlernt, sondern man muss dann versuchen, das, was man aus verschiedenen Wissenskulturen mitnehmen kann, versuchen, jeweils in einen neuen Zusammenhang zu bringen. Und das versuche ich seit 20 Jahren zu tun. Dabei ist es mir wahrscheinlich schon zugute gekommen, dass ich sowohl Medizin als auch Geisteswissenschaften studiert habe und damit eben mehrere Wissensfelder und auch mehrere Wissenskulturen einverleibt habe, also da meine Erfahrungen gesammelt habe. Und dann war es einfach so, dass ich eben in medizinischen Fakultäten, in naturwissenschaftlichen Fakultäten, in geisteswissenschaftlichen Fakultäten unterrichtet habe, mit Leuten aus allen möglichen Disziplinen zusammengearbeitet habe. Und so wird das dann einfach irgendwann zu einer Forschungsrealität, zu einer Forschungspraxis, die man lebt. Antizipieren. Ich bin auch sicher, das war für Sie nicht zu antizipieren. Denn Sie sind ja auch nicht ganz, wenn ich so sagen darf, unschuldig daran gekommen, sondern Sie kannten, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Familie ja schon aus einem anderen Projekt. Oder war das nur eine Familie, die von diesem Projekt gehört hatte und dann gesagt hat, ach, die arbeiten mit ganz normalen Menschen zusammen und vielleicht haben die dann ja auch ein Interesse daran, mit uns zusammenzuarbeiten. Mhm. Also so ungefähr ist es gekommen, nicht? Ja, damit ist aber schon mal ein Kommunikationszusammenhang hergestellt, der auf bestimmte Vergangenheiten verweist. Ich kann mir ein bisschen schwer vorstellen, dass das bei meinen Arbeiten auch passiert. Was mir mehrfach bei Vorträgen passiert ist in der Vergangenheit, ist, dass nach dem Vortrag kamen irgendwelche Menschen zu mir und sagten, mein Ehepartner leidet an dem und dem Krankheitsbild, an der und der Krankheit. Oder mein Kind leidet an dem und dem. Das ist so schwierig, damit umzugehen. Und jetzt habe ich das durch Ihren Vortrag von einer etwas anderen Seite verstanden. Dann kann man fragen, was kann ich denn da und da tun? Und das waren für mich natürlich immer sehr rührende, berührende Zusammenkünfte, bei denen ich aber auch gestehen muss, ich so ein bisschen hilflos bin, weil ich eben nicht mehr in der Praxis arbeite. Ich habe mich ja ganz bewusst irgendwann gegen die praktische Medizin entschieden. Und das heißt ja auch, dass ich zwar mit Menschen zusammenarbeite, aber diese Menschen sind, wenn Sie so wollen, auf der gleichen Seite des Feldes wie ich, nämlich Forscher und Forscherinnen. Wenn man in der Medizin ist, dann ist es natürlich anders. Und wenn man sich jetzt in der Kunst so weit bewegt, wie Sie es tun, dann ist es natürlich auch so. Sie arbeiten ja jetzt nicht nur mit anderen Künstlern zusammen, mit anderen Wissenschaftlern, sondern eben auch mit Leuten, die nicht aufgrund einer fachlichen, beruflichen, künstlerischen Expertise oder Spezifikation jetzt an diesem Projekt beteiligt sind, sondern einfach, weil es irgendwie Menschen sind, die in irgendeine Situation gestellt sind. Und das ist, glaube ich, etwas strukturell anderes als jetzt in der historischen und epistemologischen Welt, in der ich mich bewege. Dass ich der Überzeugung bin, Wissenschaft ist ein Teil der Kultur und damit sollten auch Berührungspunkte zur Alltagskultur gegeben sein.
Und das ist auch in den Geisteswissenschaften selten genug, weil die Forschungen eben einerseits so spezialisiert und andererseits so ausdifferenziert sind mit einer Fachsprache, mit einer Methodik, die sich auch für gebildete Menschen nicht ohne weiteres erschließt. Und mein Anspruch besteht eigentlich darin, wissenschaftliche Bücher zu schreiben. Das heißt, solche Bücher, die nach wissenschaftlichen Kriterien gebaut sind und sich ausweisen können und dementsprechend auch für Wissenschaftler interessant sind zu lesen, auch für die, die sich auf dem Feld vielleicht ein bisschen auskennen, und gleichzeitig diese Bücher so zu schreiben, dass sie für ein bildungsorientiertes, neugieriges, auch sich auf gewisse Anstrengungen einlassendes Publikum attraktiv sind. Und das ist vielleicht in dem einen oder anderen Zusammenhang mir ein bisschen gelungen. Man sieht diesen Schreibtisch hier, er quillt über mit Büchern, mit Papieren, mit Zeitungen, mit allen möglichen anderen. Und das heißt, auf diesem Tisch werden Dinge abgelagert, werden Dinge bewegt, sind bestimmte Dinge da, die mich an etwas erinnern. Es ist also auch ein bisschen ein Archiv. Kurzum, der Schreibtisch ist genau der Ort, an dem ich nicht arbeite. Weil wenn ich hier arbeiten müsste, würde ich verrückt werden. Das heißt, wenn ich meine Texte schreibe, setze ich mich zu Hause an einen leeren Tisch, wo ich also nicht dieses Chaos habe und wo ich einigermaßen meine Gedanken ordnen kann. Also, was ist dann der Schreibtisch? Natürlich hat er irgendetwas mit meiner Arbeit zu tun, aber das heißt ja, dass er so eine Art Negativfolie ist. Es ist also all das da versammelt, was man eigentlich tun müsste, was mir ein schlechtes Gewissen macht, was Vergangenheit und Zukunft ist. Und damit in meinem Arbeitsprozess permanent präsent ist, aber es ist nicht der Ort, an dem ich kreativ bin, sondern der Ort, an dem ich einfach bestimmte Dinge erledige. Ja. Also. Wobei der Tisch, an dem ich zu Hause arbeite, ist ein multifunktionaler Tisch. Das heißt, es ist der Wohnzimmertisch. Ein ganz pragmatischer Eiermann-Tisch, also der berühmte mit den ganz schlichten, dem ganz schlichten, schönen, eleganten Gestell, eigentlich ein Architektentisch. Der steht also bei mir im Wohnzimmer und daran wird gegessen. Da werden die Alltagssachen drauf abgelagert. An dem Tisch finden meine Abendessen statt, wenn ich Einladungen mache. Da sitzen dann bis zu 10 Leute dran. Und es ist auch der Tisch, an dem ich meine Bücher schreibe. Denn es zwingt mich einfach, den Tisch immer wieder leer zu räumen. Und ein solches Chaos, wie hier ist, kann auf dem Tisch überhaupt nicht entstehen. Wobei die Lampe ist wichtig. Die Lampe hier hat den Überblick gewissermaßen. Die gehört natürlich auch nicht der ETH, sondern ist meine eigene. Die hütet das Feld.